Hallo Leute, ich zeige euch in diesem Video eine versteckte Quest, die ihr hier in der Vorukasha-Oase bekommen könnt. Als erstes teleportiert ihr euch hier an diesen Teleportationspunkt. Dann dreht ihr euch um und dann, wenn ihr hier einmal um den Baum rumgeht, dann seht ihr hier Pari. Anmerkung, ihr müsst die Weltquest Cavana von Gut und Böse beendet haben. Ansonsten könnt ihr hier nichts machen. Genau, also ihr spricht mit Sylphana. Und dann seht ihr hier diese Blüten, die was hier in dem Feld sind. Als erstes müsst ihr natürlich wieder eure Pari ausrüsten. Hier in eurem Beutel. So Rouge ausrüsten. Und eben hier unten anlegen drücken. Wichtig ist, bevor ihr die Mission startet, dass ihr eure Zeit auf nachts stellt. Also das mache ich jetzt erstmal. Gehen wir hier mal auf 22:49. Den Grund erzähle ich euch gleich. So, ich rüste wieder so Rouge aus und dann könnt ihr über diese Blüten drüber fliegen und sie aktivieren sich oder sie blühen auf. Im Anschluss sammelt ihr einfach diese Blätter und es erscheinen weitere Blumen. Folgt einfach den ganzen Blumen und Blättern. Und ihr bekommt eine Kiste. So, und jetzt kommen wir zum Grund, warum ihr auf Nacht stellen müsst. Ihr seht jetzt hier diese, ja, diese Fliegen, die wo hier rum schwirren. Die könnt ihr mit einem Charakter einfach anhitten. Und dann wechselt ihr wieder auf Surush, sammelt die ein und ihr könnt die Blüten, die was wir jetzt vorhin geöffnet haben, nochmal ein Stück mehr öffnen. Ja, die fliegen weg, deswegen müsst ihr wieder auf euren anderen Charakter wechseln und die Fliege abschießen. So, die haben wir alle schon. So. Und ihr bekommt noch eine weitere Kiste. Genau. Und das Ganze gibt es nochmal zweimal auf der Karte. Einmal hier und einmal hier. Und das machen wir jetzt auch gleich. Wir gehen da einfach mal kurz hin. Da seht ihr hier wieder die Blüten. Dann machen wir das gleiche wieder. Wir gehen auf Sorush und lassen die Blüten erblühen. Und wir bekommen die nächste Kiste. Ich wechsle wieder auf meinen Charakter. Heb die Kiste auf. Und dann das gleiche wieder. Diese Fliegen abschießen. Und dann die
Blüten reaktivieren, um die nächste Kiste zu bekommen. Gut, dann. Das nächste ist gar nicht so weit entfernt. Oben auf der Karte seht ihr schon den Schinken. Dort sind nämlich die nächsten. Auf so Rusch. Und das gleiche wieder. Genau. Wieder eine hübsche Truhe. Und dann wieder die Fliegen einsammeln und die Blüten wieder weiter erblühen lassen. Genau. Nun müssen wir wieder zu Sylphana zurückkehren. Und mit ihr sprechen. Und ihr bekommt die Errungenschaft Meer des reichen Segens. Genau. Und das war's, die versteckte Quest. Ich hoffe, euch hat das weitergebracht und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.